daraus entsteht, ist eben ein Versuch, diese neuen Formen des Kapitalismus, die nicht mehr, sagen wir, über rigide Zuschreibungen oder disziplinäre Dispositive operieren, zu beschreiben und vor allem zu verstehen, wo genau in der Psyche diese Mechanismen andocken können, wenn wir davon ausgehen, dass es eben nicht mehr disziplinäre Zurichtungen sind, sondern dass das ideologische Mechanismen sind, die eher über das In-Aussicht-Stellen von Möglichkeitsräumen operieren. Vielleicht noch zur Schule von Ljubljana, also es ist eine Theorie, die auch auf der ideologischen und damit kulturellen Ebene arbeitet, operiert, also es ist letztlich eine Ideologietheorie, die aber ganz andere Konzepte von Ideologie zur Verfügung stellen, als wir das aus dem westlichen Marxismus oder vor allem auch aus den Culture Studies her kennen.